Warum entscheiden sich so viele Menschen dafür, mit nur einem Partner zusammenzuleben? Warum heiraten Menschen einander? Und warum heiratet man in unserer Kultur nicht gleichzeitig zwei oder drei oder vier? Menschen, die einander vertrauen, unterstützen sich gegenseitig. Die Sicherheit, sich aufeinander verlassen zu können, und die Gewissheit, dass der andere alles geben wird, um gemeinsam ein Ziel zu erreichen. Wenn Menschen ein Haus verkaufen, ist das oft eine der wichtigsten Entscheidungen in ihrem Leben. Da muss man sich auf den anderen verlassen können. Manche wollen dafür gleich mehrfach heiraten. Sie beauftragen mehrere Makler, die sich ins Zeug legen sollen. Doch dabei wären sie mit einem glücklicher. Ein Makler-Alleinauftrag ist ein Pakt auf Gegenseitigkeit. Der Makler wird alle notwendigen Schritte tun, um Sie zufriedenzustellen. Lassen Sie nicht zu, dass mehrere Makler eine der wichtigsten Entscheidungen zu Ihren Ungunsten beeinflussen. Geben Sie einen Alleinauftrag. Ist egal. Nein. Und herzlich willkommen zum heutigen Heimspiel des SV Grün-Weiß Schwerin gegen den Berliner TSC. Ich bin Falk Rügel, wünsche Ihnen natürlich viel Spaß beim Spiel, und unser Experte am heutigen Nachmittag ist der Sven. Na, Experte würde ich es jetzt nicht nennen, wir kriegen noch einen Experten heute als Kommentator. Ich werde so ein bisschen versuchen, durchs Spiel zu führen, das wird sicherlich ein sehr interessantes Spiel. Mit Sicherheit. Wir haben hier den Tabellen-Drittletzten, den auf dem Abstiegsplatz mit dem Berliner TSC, und Grün-Weiß mit einem Platz davor. Die beiden haben sich im Hinspiel in Berlin 27-24 getrennt. Beide haben zwischenzeitlich einen Trainerwechsel vollzogen. Ich denke, es wird ein sehr, sehr spannendes und sehr, sehr knappes Spiel werden, weil auch in Berlin ist es sehr, sehr eng zugegangen. Und erst in der letzten Minute quasi hat es sich dann für den Berliner TSC zum Guten gewendet. Und mit einem Sieg konnten die Punkte zu Hause halten. Das wird sicherlich Schwerin heute ändern wollen. Mit Sicherheit. Und ich wünsche uns allen einen schönen Heimsieg. Das schon mal vorneweg. Ja. Viel Spaß. Thank you.
Das heutige Punktspiel wird Ihnen präsentiert von der Firma Meierbauer aus Limesse. Ja, und damit begrüße ich Sie auch vom Kommentatorenplatz hier beim Spiel zwischen dem SV Grün-Weiß Schwerin und dem Berliner TSC. Es ist ja ein Spiel auf Augenhöhe. Schwerin derzeit auf Tabellenplatz 11, Berlin ein Tabellenplatz weiter drunter. Sicherlich das spannende Spiel schlechthin. Für den Berliner TSC geht es hier um einiges. Sollten Sie noch weiter den Klassenerhalt anstreben? Und das erste Tor für den Berliner TSC geht damit 0:1 in Führung. Und im Gegenzug Vivian Bartlau zum Ausgleich 1:1. Und Ausgleich Vivian Bartlau. Und erneut die Nummer 22, Caroline Holt, bringt den Berliner TSC in Führung 1:2. Vivian Erdmann mit dem Ausgleich. 2:2. Schöne Abwehrarbeit in dieser Phase von Schwerin. Es bleibt beim 2:2. Und Tor durch die Nummer 18, Stephanie Rocher. Schön gehalten, der Wurf von Vivian Erdmann durch Juliane Meyer. Ball wurde wieder erobert und
Vivien Bartlau mit dem 3:3. Tor durch die Nummer 10, Julia Jenke, 3:4, aber auf der Gegenseite kein Wurfglück für Wendy Künzel, 3:4. Für den Berliner TSC 3:5. Gelbe Karte gegen die Nummer 14 des Berliner TSC, Patricia Sobania. Neun Meter. Und erneut scheitert Wendy Künzel an Juliane Meyer. Es bleibt beim 3:5. Durch die Nummer 14, Patricia Sobania zum 3:6. Schönes Tor von Maike Schuld zum 4:6. Technischer Fehler. Weiter geht's für den SV Grün-Weiß Schwerin. Erneut
Maike Schult zum Anschlusstreffer 5:6. Tor erneut durch Patricia Sobania zum 5:7. Auf Schweriner Seite jetzt der Torwart. Wechsel für Anna Pöschel kommt Marta Wieschreuch. Ballgewinn für den Berliner TSC. Bartlauder ungünstig mit einer Berliner Spielerin zusammengestoßen. Aber es geht weiter für sie. 10 Minuten, knapp 11 Minuten gespielt beim Stand von 5:7. Man schießt weit übers Tor, es bleibt beim 5:7. Ballgewinn für Schwerin. Und zweimal unglücklich, erst Wendy Künzel und dann Steffi Dube scheitern an Juliane Meyer. Da muss Schwerin jetzt aufpassen, denn auch schon im Hinspiel haben sie die Torhüterin berühmt geworfen, wie es so schön heißt. Das sollte jetzt im Rückspiel nicht passieren, wenn sie das Spiel für sich gewinnen wollen. Eine gelbe Karte gegen Vivien Erdmann. Erneut Ballgewinn für Schwerin.
auf der Gegenseite der Ballgewinn für den Berliner TSC. Es steht 5-7. Zeitspiel angezeigt. Weiter im Ballbesitz der Berliner TSC. Und schöner Einsatz von Stefanie Lars. Und der Berliner TSC trifft nur den Pfosten. Es bleibt beim 5-7. Schönes Anspiel an den Kreis. Aber es gibt erstmal 7 Meter. Werfen wird den Vivian Bartlau. Und sie versenkt sich zum 6-7. Ballgewinn für Schwerin. Das Tor zählt nicht. Der Freiwurf muss nochmal neu ausgeführt werden. Es bleibt beim 6-7. Und Maike Schuld mit dem Wurf von außen ans Netz. Karte gegen Vivian Bartlau. Siebzehn Minuten gespielt. Man merkt, es ist ein sehr körperbetontes Spiel. Was sich
durch viel Kampf und Mühe ausmacht. Und Tor durch die Nummer 2, Julia Fritsche. Schönes Anspiel an den Kreis und sicher verwandelt von Stefanie Lars zum 7:8. Tor für den Berliner TSC zum 7:9. Und im gleichen Atemzug begrüße ich den Co-Kommentator, der sich etwas verspätet hat heute. Roberto, hallo. Hallo, schönen guten Abend. Ja, du hast die ersten 19 Minuten noch nicht ganz mitbekommen. Bis jetzt ein sehr körperbetontes, kampfbetontes Spiel hier zwischen dem Berliner TSC und dem SV Grün-Weiß Schwerin. Ja, da stand Stefanie Lars im Kreis und bleibt beim 7:9. Das Hinspiel haben die Schweriner leider verloren in Berlin, 27:24, aber auch erst in den letzten Minuten. Roberto, was erwartest du hier von diesem Spiel heute? Ja gut, nach langer Zeit jetzt mal wieder ein Spiel hier zu kommentieren. Ich hoffe natürlich, dass der Trainerwechsel eingeschlagen hat hier bei Grün-Weiß. Wie auch, dass die Mannschaft sich gefunden hat und ihre Negativserie abstellen konnte. Und dass sie vielleicht jetzt heute wirklich den Spieß umdrehen. Wie du sagst, das Hinspiel verloren mit 3. Tolle Abwehrarbeit. Und gerade sehr fraglich, warum er pfeift, haben wir auch am Publikum gemerkt. Schöner Ballgewinn von Stefanie Lars und der Tempo-Gegenstoß. Tor Stefanie Lars zum 8:9. Ja, die Negativserie haben sie, denke ich mal, bekanntermaßen schon abgestellt mit 4 Heimsiegen in Folge. Mal gucken, vielleicht kommt heute der 5. dazu. Positiv denken, ich gehe davon aus, ja. Aber da gehört sicherlich noch eine ganze Menge Arbeit dazu. Denn man sieht auch bei den Spielen gegen Leipzig und auch Travemünde, auch wenn sicherlich bei diesen Spielen nicht unbedingt sehr viel zu gewinnen war, wurden diese doch sehr deutlich und sehr hoch verloren, dass da noch eine Menge Arbeit mit drin ist, auch für Tilo Labs. Wobei wir jetzt noch das Tor zum 8:10 und das Tor von Sophie Ehlers zum 9:10, Sophie Ehlers, dir ja bekannt aus der letzten Saison beim SV Kriwitz. Du hast sicherlich auch ein bisschen den Werdegang verfolgt. Was sagst du dazu, dass jetzt, sag mal, vom MV-Ligisten Kriwitz hier in der dritten Liga sich doch nach und nach immer mehr herauskristallisiert, dass sie hier Fuß gefasst hat? Also ich freue mich riesig für Sophie. Und wie gesagt, über 4 Jahre durfte ich sie begleiten, durfte sie mitformen. Und in den letzten 2-3 Jahren, wo wir erfolgreich waren in Kriwitz, war es auch so, dass man aus Wismar wie auch aus Rostock immer wieder angefragt hat wegen ihr. Weil sie natürlich, sie hat Dynamit in den Beinen und hat einen unglaublichen Willen und kann auch entscheidend sein für einige Spiele. Schöner Block. Ungeahnte Fähigkeiten von Sophie, kenne ich gar nicht. Aber sie wächst an ihrer Aufgabe und ich denke mal, sie passt hier sehr gut rein jetzt mittlerweile. Ein dummer Fehler.
Darf natürlich nicht passieren. Aus meiner Sicht war das da eigentlich, man darf doch eigentlich während des Anpfiffs nicht unbedingt durch den Kreis in der Mitte laufen, oder? Es war angepfiffen, der Ball löst sich von der Hand und dadurch, dass sie ja nun wirklich mit dem Rücken zu Vivian stand und sich dann abdreht, weil sie die Vermutung hatte, dass der Pass ist einfach nur Cleverness. Sie war weit genug weg und hätten die Schiedsrichter das vorher schon korrigieren können. Schöner Abwehreinsatz von Sophie Illes. Und im Tor Marta Viro. Ja, da kann sie durchspringen. Ich glaube, dann kriegt sie ihren 7 Meter im Falle des Falles. Oder wie gesagt, das sichere Tor. Ja, da muss natürlich der Wille da sein, da durchzuspringen. Und den hat Wendy Künstler ja eigentlich. Man verschenkt dadurch vielleicht sogar ein leichtes Tor. Ja, zum Anfang, die erste Viertelstunde hat sich auf Berliner Seiten die Torhüterin schon recht gut gemacht. Man musste da aufpassen, dass Schwerin sie nicht berühmt wirft, was denen ja schon im Hinspiel gelang, sag ich mal so, auch wenn es eher ein Negativerfolg ist. Und auf der anderen Seite Vivian Bartlau zum 10:11. Jetzt die Auszeit genommen vom Berliner TSC. Das heißt, wir sagen wieder Danke. Oschatz-Leipzig 2:18:26 und Magdeburg-S gegen TSC Wismar 17:22. Und weiter geht's im Spiel zwischen dem SV Grün-Weiß Schwerin und dem Berliner TSC. 24 Minuten gespielt, es steht 10:11. Schön gehalten von Marta im Tor des SV Grün-Weiß Schwerin. Und schönes Tor von Vivian Erdmann zum Ausgleich 11:11. Ich würde sagen, da hat erstmal die Auszeit nicht wirklich gefruchtet bei Berlin. Nein, nicht wirklich, aber da war auch irgendwo ein Loch eben in der Torhüterin drin. Ich habe gar nicht gesehen, wo er reingeht, kurz oder lang. Das war lang, meines Erachtens. Okay, also durch den Arm hindurch wahrscheinlich und unten drunter. Ja, ja, ja. Ganz wichtig, wenn man da in die Zone kommt, muss man zu zweit nicht nur blocken, sondern auch schieben. Das klappte eben ganz gut. Alle Abpraller landet auf der Außenposition. Und wir reichen das Tor von Patricia Sobania nach zum 11:12 für den Berliner TSC. Das ist immer ärgerlich für einen Torwart, hat eine gute Aktion. Und dann muss er im Prinzip im Nachfassen ja, den Ball aus dem Netz holen, weil halt dort die Absicherung nicht da war. Das kann Schwerin natürlich deutlich besser machen. Ja. Tempo-Gegenstoß vom Berliner TSC, Nummer 18. Das Tor zählt von Stefanie Roscher, auch wenn Vivina Erdmann da verletzt am Boden liegt.
Ich habe jetzt die Aktion auch nicht ganz mitbekommen, wie da der Zusammenprall passiert ist. Ja, es sah so aus, beim Aufstieg zum Sprungwurf, dass sie den Schlag, sag ich mal so, aufs Sternum gekriegt hat, aufs Brustbein. Das ist natürlich ein ganz, ganz ekliges Gefühl. Und sie hat ja auch eben kurzzeitig nach Luft gerungen, so ein bisschen. Halt vermute ich mal wirklich, dass der Versuch auf Körper und Arm ja, misslungen ist und dadurch Vivian Erdmann unglücklich getroffen hat. Ja, hoffen wir natürlich an dieser Stelle das Beste. Aber sie steht schon wieder, wenn es noch nicht... Ja. Ringt da schwer nach Luft. Geht erstmal raus, aber ich hoffe mal, dass es nach einer kurzen Verschnaufpause weitergeht für sie. Ja, die kurze Luftblockade, die muss ich erstmal lösen, weil es ja auch so ein kleiner, eher der Schockzustand ist, dass man keine Luft bekommt. Aber ich denke mal, nach 2-3 Minuten sollte es nicht mehr gehen. Spätestens zweite Halbzeit ist sie wieder da. Ja, für sie jetzt auf dem Platz Maike Schuld, eine der Youngsters des SV Grün-Weiß-Schwerin. Und ist auch eine der Stammspielerinnen schon fast, würde ich sagen, des SV Grün-Weiß-Schwerin, die immer wieder mit schönen Aktionen glänzen kann, auch geradezu in der Abwehr. Wobei jetzt gerade hier im Angriff der Wurf neben das Tor ging. Schrittfehler. Wie alt ist sie jetzt? Aber jetzt leider kein Alter hier neben den Namen stehen. Tut mir leid. Also unter 18. Dafür ist natürlich. Ah, warte mal. Wir haben in Travemünde ihren 18. Geburtstag gefeiert. Sie ist 18. Gut. Aber sie sieht körperlich sehr robust aus. Und das ist schon mal viel, viel wert. Gerade auch hier in der dritten Liga. Und Tor. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, war Sophie Ehlers, genau, zum 12:13. So wirft nur Sophie. Wenn sie von halb rechts kommt, springt sie weit nach links und kippt den Körper zurück und hat einen komischen Arm dabei, aber sie kriegt das Ding ins Netz. Ich habe immer gesagt, sie soll es nicht machen, aber es scheint ja doch zu klappen. Ich würde sagen, da zählt der Überraschungsmoment. Ja, aber manchmal macht sie es so auch zu oft, wenn sie das Gefühl hat, dass es läuft, dass dieser Wurf klappt, diese Bewegung, und der Gegner sie nicht darauf einstellen kann, ist es natürlich für den Angreifer Motivation genug, das Ding immer wieder anzusetzen. Ja, der Schlag geht grundsätzlich, wenn man dicht dran geht an die Abwehr und Sprung macht, geht immer auf Bauch- und Brusthöhe. Natürlich eine unangenehme Situation. Das müssen die Schiedsrichter früher sehen und auch eingreifen. Schlag ins Gesicht, genau. Hat er doch gesehen. Und gelb für die Nummer 22, Caroline Huth. Wurf in den Block von Adriana Czelka. Jetzt hat sie sich durchgesetzt. Wunderbar. Schönes Tor zum 13:13. Und wir haben noch knapp eine Minute in der ersten Halbzeit zu spielen. Ja, man ist jetzt dran. Jetzt kann man gucken, dass man eine Abwehr das Ding noch mal holt. Und vielleicht wirklich so kurz vor der Pause einen kleinen psychologischen Satz mit 14:13 wäre natürlich toll. Aber davor steht erstmal eine knallharte Abwehrarbeit. Ja, Pferdekuss verteilt hier.
Ja, nur eine Ermahnung, da hat, glaube ich, Vivien etwas Glück gehabt. Ja, bisher noch keine zwei Minuten in diesem Spiel oder beziehungsweise in dieser ersten Halbzeit. Schwerin sehr offensiv in der Abwehrarbeit. Ja, ist aber auch sehr gut von den Schiedsrichtern, muss ich dann sagen. Wenn sie diese Härte beidseitig zulassen. Ah, ärgerlich. 10 Sekunden noch. Ja, der Freiwurf wird noch ausgeführt. Ja, etwas übers Tor hinüber und damit verabschieden wir uns in die Halbzeitpause beim Stand von 13 zu 14. Der Spielball wird gesponsert von Team Sport Corner Schwerin, ihr Spezialist in der Waldstraße 65. Und wir melden uns zurück vom Kommentatorenplatz zur zweiten Halbzeit im Spiel zwischen dem SV Grün-Weiß Schwerin und dem Berliner TSC. Es steht 13 zu 14 und bei mir begrüße ich den Handballexperten Roberto Wolfen. Ja, er ist immer noch da. Das ist, glaube ich, da ein probates Mittel, schöne Höhe und durchzuspringen durch die Lücke, weil die Lücke ist ja da. Wurfversuch von Sophie Ehlers. Ja, irgendwann muss ja auch ein Wurf kommen. Und der hätte auch mit viel Glück hätte durchrutschen können. Leider steht da immer noch ein Torhüter bei Berlin. Und das ist gar keine schlechte. Nein, aber den musst du auch erstmal halten. Den siehst du ganz, ganz spät. Wenn du die Geschwindigkeit hast, abzutauchen, ist natürlich der Knaller. 2 Minuten. Ja, genau. Das war nur noch die Aktion auf den Körper. Kein Gespür mehr für den Ball und muss natürlich klar und deutlich bestraft werden. Die 2-Minuten-Strafe kassiert hier die Nummer 14, Patricia Sobania. Strafe in diesem Spiel. Und 7 Meter sicher verwandelt durch Vivien Bartlau. Hast du gerade sicher gesagt? Sie war dran. Und sie ist hinterher gesprungen. Aber sie war zu spät. Der Einsatz von Wendy Künzel wird für Schwerin nicht belohnt. Berlin weiterhin im Ballbesitz mit dem Tor durch die Nummer 2, Julia Fritsche. Nummer 6. Nummer 6, Entschuldigung. Das ist dann Raffaela Prioli. 14 zu 15. Da war der erste Gedanke, glaube ich, der bessere, das Anspiel zu machen, auf den Doppelpass zu hoffen. So ist sie natürlich zu dicht an der Abwehr dran, dreht sich weg und dann Kollision und Stürmerfoul. Da muss Sophie natürlich etwas cleverer agieren. Zu.
2-Minuten-Strafe gegen Maike Schuld. Und auf der anderen Seite ist Berlin jetzt wieder vollzählig. Schönes Anspiel an den Kreis. Berlin geht mit 2 in Führung, 14 zu 16. Ja gut, bei Unterzahl sollte man nach Möglichkeit nicht den Kreis aber abschießen lassen, sondern eher von der Außenposition. Man hat ja immer so den Spruch im Ohr noch von Alexander Ladig damals, ihr müsst eine Schussfalle bilden. Da sucht man sich meistens den schwächeren Außen aus. Da haben wir eine leichte Verletzung. Aber Julia Fritsche lächelt da wieder. Es geht weiter für sie. War noch eine Berlinerin dran. Ecke. Der Ansatz ist gut. Gerade in Unterzahl. Immer wieder noch Druck zu machen, auf die Lücke zu stoßen. In der Hoffnung. Zeitspiel. Kein Signal. Da muss ein Signal kommen. Jetzt kommt auch Vivian Erdmann wieder. Ja. Die Abwehr ist ja nun gar nicht schlecht von Grün-Weiß, aber im letzten Moment, das haben wir jetzt einige Male gesehen, schaffen sie es doch, den Ball zum Kreis durchzustecken. Sind ja eigentlich nur Kreuz. Nein. Da musst du doch beide runterschicken. So. Ja, 2 Minuten Strafe für Vivian Bartlau. Ja, ich glaube, die Berliner nehmen jetzt an Theatralik zu. Haben sie eigentlich nicht nötig. Thilo Lab zeigt es auch an. Theatralisch das Fallen. Und das Tor, habe ich jetzt richtig gesehen, Nummer 18, Stephanie Roscher. Ja, man muss jetzt aber trotz alledem mal die Abwehr loben, eben bei Grün-Weiß. Schaffen das über 2 Minuten,
den sechsten Angriff zu stoppen und haben dann im Prinzip in der letzten Auslösehandlung einen Schritt zu wenig gemacht und hat da außen genug Platz und kann dann auch einnetzen. Zwei Minuten Strafe gegen Vivian Erdmann. Und der 7 Meter. Ich würde sagen, ganz leicht übers Tor hinaus. Also 7 Meter über oder am Tor vorbeizuwerfen ist verdammt schwer. Aber da sieht man auch, unter welchem Druck die Spieler stehen, die am Punkt dort agieren müssen. Obwohl der Berliner TSC hier mit 3 Toren führt, 14-17. Und jetzt gibt es 7 Meter auch auf Schweriner Seite. Und schön gehalten von Juliane Meyer. Es bleibt beim 14-17. Das Tor für den Berliner TSC erhöht damit auf +4, 14-18. Und bei Schwerin gab es einen Wechsel für Stefanie Dube, kam Marie-Louise Weiß, auch ein Youngster aus der A-Jugend. Ich glaube, das haben wir beide richtig gesehen, Schrittfehler, aber wir haben Glück gehabt. Schade. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht ins offene Messer laufen hier. 5 Tore Rückstand. Und Thilo hat schon das Team Timeout in der Hand. Ja, und da ist Auszeit von Schwerin beim Stand von 14-19. Als Sohn kommt es an den Tipp. Hier fängt dieser Teamsport vor. Und es geht weiter. Knapp 10 Minuten der ersten Halbzeit sind gespielt. Schwerin ist wieder vollzählig. Ich hoffe an dieser Stelle, dass Thilo seine Mannschaft neu einordnen konnte. Wurfversuch von Adriana Czelka. Also sehr gutes Rückzugsverhalten eben, das was wir in den letzten paar Minuten vermissen lassen haben. Der Wurf muss natürlich besser ausgewählt werden, weil er war ja relativ, wow, starker Heber. 14-20, 6 Tore. Für den Berliner TSC in Führung. Schade,
Erst hat man kein Glück und dann kommt auch noch Pech dazu. Ja, man muss sich jetzt aber auch dagegen stemmen. Zwei Minuten Strafe. Für Raffaella Prioli. Für Schwerin vielleicht die Chance, wieder ein bisschen ranzukommen. Ja, man muss natürlich jetzt schnell spielen, gezielt Druck aufbauen und dann die Möglichkeit, die sich ergibt, natürlich auch 100% nutzen. Sonst nützt diese Unterzahl auch nicht wirklich was. Am Tor vorbei. Ging mir meines Erachtens ein bisschen zu schnell der Abschluss. Es war kein Druck von den Schiedsrichtern da, dass man Zeitspiel hätte haben können. Da kann man ruhig, denke ich mal, Kreuzbewegungen, Übergänge spielen, um dann wirklich ein Wurfbild zu haben, was deutlich einfacher ist als das von Wiewel Erdmann eben. Gegen Patricia Sobania. Doppelte Unterzahl jetzt für Schwerin. Jetzt muss doch da was gehen. Ja, zumindest sollte man es schaffen, jetzt ein, zwei Türchen zu machen und versuchen auch bei null Gegentreffern in dem Moment. Die Frage ist natürlich jetzt, wie man es löst. So jedenfalls nicht. So einen Wurf hat jeder Spieler mal. Ist natürlich jetzt gerade in der Situation unheimlich ärgerlich. Aber ganz sicher macht es sich beim nächsten Mal besser. Die Gegenseite kann es aber auch. Nein, nein, nein. So verschenkt man natürlich die Möglichkeiten, sich ein bisschen ranzubeißen. Es scheint so, als wenn wir wieder mal die obligatorischen 5 Minuten der zweiten Halbzeit haben, in der sich die Fehler etwas häufen. Ist aber eine sehr ungünstige Situation für den SV Grün-Weiß-Schwerin, die gerade jetzt zu nehmen. Ja, jetzt. Der Berliner TSC hier mit 5 Leuten auf dem Parkett und dem Gegentor. Berlin führt jetzt mit 6 Toren, 7, Entschuldigung, 14 zu 21. Und auf der Gegenseite im Angriff läuft es im Moment bei Schwerin nicht wirklich gut. Was kann man da verändern? Was würdest du an dieser Stelle jetzt tun? Ja, ein Tor nach 15 Minuten der zweiten Halbzeit. Was würde ich tun? Du kannst die Spieler einfach nur von der Seite her aufbauen, motivieren und vielleicht mit ein, zwei Wechseln hoffen, dass sie und Tor für Berlin, 14 zu 22. Dass frische Spielerinnen jetzt Akzente setzen können. Und da haben wir es auch schon. Ja, mit der Nummer 21, jetzt für Sophie Ehlers auf dem Platz. Eleni Evangelidou.
Linkshand aus Griechenland, Champions League und EHF erprobt. Okay. Schönes Anspiel an den Kreis, wird belohnt mit dem Treffer für Berlin, 14:23. Jetzt muss man aufpassen, dass Schwerin nicht untergeht. Und erneut der Ballverlust im Angriff. Also, die Berliner haben ein ganz, ganz starkes Kreisläuferspiel. Wenn der Kreisläufer nicht gerade den Ball bekommt zum Abschluss, dann sperrt sie so brachial, dass wirklich der Halbe durchstoßen kann. Also sehr beachtlich. Katze. Und noch ein Wechsel auf Schweriner Seite für Stefanie Lars. Kommt jetzt Marina Wrod. Höhe ist natürlich dankbar für den Torwart. Erneut Treffer für Berlin, 14:24. Berlin führt jetzt mit 10 Treffern hier. Das ist natürlich schon eine eindeutige Sprache hier. Ja, ein bisschen zu eindeutig. Weil es ist ja nicht so, dass Schwerin kein Handball spielt hier vorne. Aber sie nutzen ihre Wurfmöglichkeiten nicht. Und daher jetzt momentan nur ein Treffer, ein eigener Treffer in der zweiten Halbzeit. Aber dementsprechend schon 10 Gegentreffer. Sie haben so eine Eile, jetzt unbedingt ein Tor machen zu wollen oder den Abschluss zu suchen. Man sollte sich vielleicht wirklich den kleinen Moment nehmen, um wirklich wieder spielerische Akzente zu setzen. Weil damit hatte man ja in der ersten Halbzeit, soweit ich das näher sehen konnte, Erfolg gehabt. Schönes Tor von Adriana Czelka zum 15:24. Das ist geschrieben von Adriana Czelka. War die Hand noch dran vom Torwart? Erst in den Block und dann war auch noch der Torwart da, obwohl sie sich da ganz schön lang machen musste, die Juliane Meyer, um da überhaupt noch anzukommen. Ja, die Last scheint jetzt so ein bisschen auf unserer Nummer 89 zu liegen. Da kullert der Ball noch ins Tor. 15:25. Und auf der anderen Seite der leichte Ballgewinn. 15:26.
20 Minuten gespielt, noch 10 Minuten. Das wird eine sehr, sehr schwere Aufgabe. Wenn nicht, ich würde fast sagen, eine fast unmögliche. Also bei der Qualität, die Berlin an den Tag legt, vorne im Angriff, hast du sicherlich recht, das wird, ja, ist fast aussichtslos, sagen wir es mal so. Jetzt sollte man die Zeit nutzen, um, ja, sozusagen wieder Abläufe zu intensivieren, ein paar Sachen auszuprobieren. So hat Thilo ja eben schon zwei, drei junge Spielerinnen nachgeschoben. Ja, und da haben wir sie gesehen, Eleni Evangelidou mit dem 16-26. Schöner Pass. Innen an den Pfosten und dann raus aus dem Tor. Ja, ist der vierte Pfostentreffer jetzt schon in der zweiten Halbzeit. Zum Ende der ersten hatten wir auch schon zwei. Wenn man wieder blöd rechnet, dann sagt man, drei davon sind drin, sind wir wieder ein Stück dichter dran, aber er ist halt nicht drin. Und auf der anderen Seite trifft der Berliner TSC nach Belieben. Wow, trotz dieser Bedrängnis würde ich sagen, noch ein sehr guter Wurf. Ja, verdammt gefährlich. Wenn der Kopf vom Torhüter nicht gewesen wäre, wäre er wahrscheinlich doch noch reingefallen. Aber da sieht man halt auch, dass Spring Qualität hat, auch aus dem Rückraum. Nur das Quäntchen Glück fehlt heute. Wurf in den Block. Aber auch schon ihr dritter Wurf in den Block. Vielleicht ihr eigenes Wurfbild verändern. Das heißt, vom höchsten Punkt mal einen abdrücken. Weil Wurfkraft hat sie. Ein gutes Auge auch. Warum nicht die Möglichkeit nutzen, die sie selber hat? Ich sehe sie zwar erst das erste Mal spielen, aber ich bin der Meinung, dass sie nicht ganz den höchsten Punkt trifft zum Abwerfen. Jetzt wird Vivian geschickt. Oh. Ja, schöner Treffer. War eine ganz, ganz knappe Angelegenheit. Also wir haben fast das Bein schon im Kreis gesehen. Ist schwer zu sagen von hier aus. Wir geben ihr da immer recht und sagen, sie schwebte. Und jetzt die Auszeit vom Berliner TSC. Ja, ohne Druck natürlich, logischerweise. Das ist Werbung. Ich nehm's denn. Wir sagen aber ganz schnell Danke an unsere Gesundheit. So, weiter geht's. 23 Minuten sind gespielt in der zweiten Halbzeit im Spiel zwischen SV Grün-Weiß-Schwerin und dem Berliner TSC. Es steht 17-27. Für den Berliner TSC. Und da nimmt sie Schwung auf, Fahrt auf, springt hoch und haut das Ding ins Tor. 18-27. Auch jetzt Kitty Krölle mit im Spiel. Dreifach versucht der Dreifach-Manndeckung, um Fehler zu provozieren. Das scheint im ersten Moment zu fruchten. TSC hat nicht so wirklich das Mittel gerade, dagegen vorzugehen. Ja, auch darauf muss man sich sicherlich erstmal einstellen.
Aber es scheint erstmal zu fruchten. Vielleicht schafft man es aus Schweriner Sicht zumindest in den letzten 5 Minuten noch ein wenig ranzukommen, um dieses Ergebnis nicht ganz so stark. Schönes Tor von Marie Navrot, 1927. Einfach zu viele Würfe in diesem Spiel oder in diesem Moment. Im Tor jetzt beim Berliner TSC Jennifer Höft. Höchststrafe. Nicht nur das, das ist so, sie geht guter Gegenzug. Sie geht auf 2 Abwehrspieler zu, alleine, hat den Ball. Es entsteht kein Körperkontakt. Man kann sie hindern, indem man sie erstmal annimmt. Und man ist zu zweit, man schiebt die Lücke zu. Und dann kommt sie auch nicht zu dieser freien Möglichkeit. Treffer zum 20 zu 29. Noch 4 Minuten zu spielen. Jetzt hat der TSC das Mittel gefunden gegen die Dreifach-Manndeckung. Schnelle Querbewegung vom Ballführenden und mit einem leichten Doppelpass dann zum Tor. Wunderbar. Da war eine Hand von dem Berliner noch dran. Das ist meines Erachtens immer dieselbe Ecke. Lieblingsecke. Doch, also vor 3-4 Minuten hat sie einen lang gezogen. Der ging ans Lattenkreuz. Da hat der Torhüter keinen Stich gesehen, hat nur das Pech. Oh. 2 Minuten Strafe gegen Adriana Czelka. Meter verwandelt von Caroline Roth zum 20 zu 30. Ballverlust auf Schweriner Seite. Tempo-Gegenstoß und schön gehalten durch Marta Wieroch. Es bleibt beim 20 zu 30. Auf der anderen Seite Maike Schuld mit dem Treffer zum 21 zu 30. 2 Minuten sind noch zu spielen. Sie macht ihre Sache recht gut. Ich glaube, 3. Treffer oder 4. Treffer mittlerweile. Was du ja sagtest, da steckt Potenzial drin. Ich würde mich jetzt als Trainer wahrscheinlich ärgern, dass ich die Variante nicht schon vorher genutzt habe, mal die jungen Spielerin zu bringen. Komm, Ball behaupten, durchziehen. Zwei Minuten Strafe. Ja, der Hallensprecher hat mitgezählt. Das sind die 3. 2 Minuten.
Minuten jetzt eine Minute. Ja, rote Karte gegen Patricia Sobania. Trevor, Wendy Künzel zum 22:30. Das hat man sich sicherlich etwas anders hier in Schwerin vorgestellt in diesem Spiel. Zumindest sollte es wesentlich knapper ausgehen. Es sah ja anfänglich ganz gut aus. Aber ich denke mal, die Phase 16 Minuten, ein Tor in der zweiten Halbzeit, war der Genickbruch. Da fehlte jegliche Durchschlagskraft und eine Abwehr. Fehlte die Abstimmung, um dort einiges Schlimmeres zu verhindern. Sieben Meter. Ein 7-Meter-Punkt, Marie-Louise Weiß. Macht den Treffer, 23:30 und noch 8 Sekunden. Und das war das Schlusssignal. Der SV Grün-Weiß Schwerin verliert gegen den Berliner TSC mit 23:30. Scheiße, ne? Zugelassen haben, mehr ausgelotet und haben das mehr für sich genutzt und dazu waren wir nicht in der Lage.
Das steht auch eine recht deutliche Niederlage da oben zu suchen. Carlo, eure Ziele für die nächste Zeit? Ja, wir haben jetzt den HC Leipzig erstmal zu Hause und dann auswärts Travemünde. Zwei Mannschaften von oben, das ist relativ schwer. Nichtsdestotrotz wollen wir die Punkte holen, geht gegen Abstieg. Ja, also gewinnen wir mal natürlich. Jawohl, ich drücke euch die Daumen dafür. Trotzdem. Und Thilo, bei uns, was haben wir vor? Kurz an den Schätzung für die nächste Sache. Ja, jetzt nächstes Wochenende haben wir erstmal frei. Das ist Bundesliga-Wochenende, unsere A-Jugend-Bundesliga-Spiel in Dortmund. Die Mannschaft wird sich darauf vorbereiten. Und dann heißt es Konzentration, wir zusammen sind fürs nächste Heimspiel. Auch das in zwei Wochen gegen Salzland. Wird auch schwer, wir haben auch gerade ein paar Punkte geholt. Und es wird genauso ein hartes Spiel. Und das hoffe ich, dass es jedem klar ist, meiner Mannschaft und auch der Umfeld, dass wir nach wie vor im Schiedskampf stecken und dass nach wie vor jeder Sieg zu Hause hart erarbeitet werden muss. Und vier Siege im Rücken sind kein Selbstgänger. Und wir müssen versuchen, genauso konzentriert und weiterzuarbeiten. Das denke ich auch. Ich sage Dankeschön fürs Dasein. Wünsche uns natürlich beim nächsten Heimspiel in zwei Wochen nochmal viel Erfolg. Und natürlich geht es dann nach vorne. Ihnen allen sage ich danke fürs Dasein. Bis in zwei Wochen wieder zum nächsten Heimspiel. Dankeschön.